Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Warptorio auf dem nächsten Planeten. Und es sieht so aus, als wäre es eine Wüste ohne Aliens, ohne Ressourcen. Nicht besonders gut auf der Ressourcenfront. Allerdings gibt uns das eine Gelegenheit, hier die Forschung durchzumachen, dann das ganze, die ganze Flächenproduktion in den Keller zu verlegen, ohne dass wir Angst haben müssen, von Aliens überrannt zu haben. Ich denke, wir brauchen diese Forschung und dann den nächsten Schritt und dann können wir im Keller richtig anfangen zu bauen. Und ich glaube, letztes Mal habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt, warum wir das machen. Denn hier auf dieser Ebene haben wir die Grundelemente anliegen, die wir für die Produktion brauchen. Denn hier oben packen wir ja immer noch von Hand die Platten in die Kissen rein. Und hier unten können wir das vollautomatisiert machen und haben somit weniger Ablenkung. Aber dann lassen wir doch einfach mal die Forschung durchlaufen und sehen, wo wir dann stehen. Die Forschung, die zweite Forschung für den Keller ist nun auch fertig und ich denke, wir machen hier etwas weiter mit den Türmen, während wir den Keller ausbauen. Brauchen wahrscheinlich ein paar mehr Maschinen da. Und dann fehlt das Eisen. Ja. Und wenn wir jetzt mal schauen, ich denke, ja, hier unten sind wir größer als auf der Plattform oben. Aber das ist gut. Denn wir wollen hier in dieser oberen Ecke dieses Setup platzieren. Und der Grund, warum ich es hier oben hin mache, ist, wir werden dann die Fläschchen mit Robotern transportieren, sobald wir soweit sind. Und das bringt quasi die Förderbänder für den Input näher hier ran. Da fehlen uns noch einige. Brauchen etwas mehr Eisen. Brauchen wahrscheinlich auch etwas Kupfer. Und wahrscheinlich brauche ich auch mehr Förderbänder. Denn wir werden hier, das ist Kupfer. Dann müssen wir schauen, hier können wir Gelb verwenden. Hier brauchen wir Rot. Aber hier, das geht in Gelb. Das geht in Gelb. Das geht in Gelb. Das geht in Gelb. Aber hier brauchen wir Rot, denn wir müssen dass die beiden Farben
dass die beiden Untergrundbänder unten untereinander durchgehen, müssen sie eine andere Farbe haben. Das ist das Ganze. Und alles. Dann hier. So. Gut. Kiste, Kiste. Greifer, Greifer. Hier fehlt uns noch das Gegenstück. Hier noch ein Förderband. Hier gelb. Da rot. Und da fehlt uns ein rotes. Und da brauchen wir mehr Eisen. Aber sonst sieht's soweit gut aus. Ich kann hier noch die letzten Maschinen platzieren. Die Strommasten. Okay, da brauchen wir noch so eine Maschine. Eine, die etwas langsamer ist. Keine Förderbänder mehr. Und dann schauen wir mal. Auf Rot geht raus. Wir können aber hier durchaus auch die langsameren nehmen. Das ist ja eigentlich auch rot. Das heißt, hier geht raus. Dann geht jetzt hier rein. Rein, rein. Rein, rein. Raus. Raus, raus. Und raus. Noch die fehlenden Förderbänder. Gut. Dann hier gehen wir raus, raus, rein, 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 rein. Raus, rein. Rein, rein, rein. Hier gehen wir so rum, da gehen wir so raus. Dann so, das bedeutet. Alles andere geht hier raus aufs Förderband. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Ja. Das heißt, hier schließen wir Kupfer an. Wir werden das dann irgendwann
mal aufteilen müssen. Brauche mehr Förderwender. Und wir werden dann auch die Forschung hier runterholen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Wir können hier Geschwindigkeitsmodule reinpacken und dann in die Forschungslabore packen wir Produktivitätsmodule rein. Gut. Und dann haben wir hier noch ein Eckchen frei und ich hoffe, das reicht aus für das hier. Ja. Genau. Das heißt, wir können hier oben dann eigentlich schon mal beginnen einzupacken und die Ressourcen dann unten wieder verwenden. Die Kiste lassen wir stehen. Können wahrscheinlich die Maschinen, die wir unten brauchen, die Fabriken, die können wir zumindest einen Teil von hier oben weiterverwenden. Und dann müssen wir schauen, wo wir was reinpacken. Zwei Förderbänder zu wenig. Das ist der Eingang hier. Und hier. Das ist der Ausgang. Hier brauchen wir dann Kohle und Eisen. Sprich, ich lege mir mal hier hin. Machen wir hier ein Band Eisen weg. Hier holen wir uns mal Kohle, welche uns ausgegangen ist. Hier brauchen wir einen Splitter. Hier brauchen wir eigentlich keinen Splitter. Wir brauchen ein paar Tunnels. Dann das hier rüber, hier, 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 hier.
ist hier. Kommt Ziegelstein rein. Und Eisen ist schon wieder alle. Hier oben aus. Ja, von dieser Seite, das ist alles Input. Sprich, auf dieser Seite alles Output. Und das packen wir vorerst mal in eine Holzkiste. Und dann hier oben. Da holen wir uns den Ziegelstein und hier brauchen wir Kupfer und Stahl zusätzlich. Das heißt, den legen wir hier an. Stahl bekommen wir hier raus. Und Kupfer zweigen wir hier ab. Gehen dann hier rum. So. Somit sollte bis auf den Ziegelstein eigentlich alles angeschlossen sein. Und natürlich sind die Bänder schon wieder alle. Sehr schön. Dann brauchen wir hier nur noch Strom und da dazwischen werde ich dann provisorisch was für Blau bauen. Wir werden wahrscheinlich hier unten etwas für die Schaltkreise haben und hier auf dieser Seite Labore. Und zwar vielleicht etwas mehr als 4. Wir könnten die Labore eigentlich auch... Ja, der Beacon reicht nicht bis ganz rüber. Drum denke ich, mache ich die Labore hier im Gang. Also nicht im Gang, sondern effektiv hier auf der Fläche und der erste Turm ist durch. Das heißt, wir machen einfach mal weiter mit dem nächsten. Und ja, wir sehen hier schön den Unterschied. Und ja, okay, wir haben doch noch einiges an blauen Fläschchen übrig. Wir haben noch hier etwas an roten Schaltkreisen. Auch hier ein paar für die Militärforschung.
Hier ein paar einzelne Strommassen, die wir nicht mehr brauchen. Und immer schön schauen, dass wir genügend Flächen da drin haben, nicht dass die Forschung stehen bleibt. So, wir haben 5. Machen wir das so. Und 4 bekommen wir noch von oben. Das heißt, wenn wir jetzt das so machen, dann quasi eine Kiste für zwei Forschungen, für zwei Fläschchen, dann sollte sich das ausgehen. Dann packen wir hier mal das so rein, den Rest hier rein. Und dann hole ich auch noch die. Die brauchen wir dann ja auch nicht mehr. Haben wir auch was unten stehen. Und ein Unterbruch in der Leitung und dann bringen wir das hier auch noch nach unten. Restlichen Labore Strom. Und dann habe ich etwas zu viel hier. Sehr schön. Okay. Sieht aus, als ob uns Eisen ausgeht. Hier brauchen wir wahrscheinlich etwas schnellere Greifer. Und auch hier beim Eingang. Damit unsere Forschung nicht stehen bleibt. Und natürlich wollen wir hier Module reinpacken. Dann bauen wir mal welche. Und für die Energieversorgung, was brauchen wir da? Haben wir die schon? Haben wir die schon? Nein, haben wir noch nicht. Was müssen wir da forschen, damit wir da hinkommen? Oh, die können wir so forschen. Wir müssen es einfach nur machen. Gut. Aber mit diesem Setup sind wir wesentlich besser aufgestellt als das, was wir oben hatten. Wir haben die roten und die grünen im Wesentlichen einfach nach unten kopiert. Aber wir haben nun die Kupferplatten und die Eisenplatten direkt anliegen von unseren Schmelzen. Und wir haben auch eine
ordentliche Produktion für die Militärforschung, auch wenn hier noch der Saft fehlt. Und was dann noch fehlt, sind effektiv die Maschinerie, zum etwas blaue Fläschchen da rauszubekommen. Und da werden wir wahrscheinlich nicht wirklich dieselben großen Mengen erwarten dürfen wie bei diesem Setup. Zumindest solange wir hier nicht mehr Platz haben, um eine hinreichend große Fabrik hinzustellen. Aber ich denke, das war's fürs Erste. Ich platziere da mal noch die Module rein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder auf dem nächsten Planeten, wo wir dann hier die Energie forschen und schauen, wie wir die grünen und roten Schaltkreise hier unten automatisieren können. So dass wir dann auch besser aufgestellt sind für die Zukunft, für die weiteren Forschungen. Und wir müssen auch was haben für die blauen Fläschchen hier unten. Also bis dann und tschüss!